Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO Skin Giveaway. Dieses Mal gibt es für euch eine MP1S Cyrex. Die habe ich jetzt einfach mal ganz gemütlich hier im Matchmaking gezeigt. Das Ganze ist wie immer sponsert bei... Vielen Dank an die Boys und Girls von Skin Baron. Ihr kennt die Seite, da könnt ihr Skins kaufen und verkaufen. Für echt Geld. Im Hintergrund habe ich den Skin, wie gesagt, für euch gespielt. Only Deathmatch, einfach eine ganze Runde. Ob ich am Ende gewinne oder verliere, seht ihr halt dann am Ende. Ich sag mal so, es ist recht knapp geworden. Und jetzt erkläre ich geschwind, wie man an der ganzen Sache teilnehmen kann. Und erzähle dann darüber hinaus noch andere Dinge. Das heißt, Alteingesessene müssen jetzt ganz kurz hier durchlauschen, weil ich die Giveaways immer gleich aufbaue. Aber ich muss es halt trotzdem für die Neuen immer wieder erklären. Aber danach gibt es noch Infos. Für alle. Also, erstens muss man hier kein Abonnent sein, um gewinnen zu können. Natürlich dürft ihr abonnieren. Ich freue mich über neue Abonnements, ganz klar. Aber ich möchte, dass man mich halt wirklich nur abonniert, wenn es einem auch gefällt. Also, wenn einem der Content gefällt, der bei mir läuft. Mir bringen tote Abonnenten nichts, die nur wegen Giveaways da sind und dann irgendwann wieder gehen. Ich möchte wirklich gucken, dass ich so viele aktive Zuschauer wie möglich habe. Das heißt, abonnieren nur, wenn ihr wollt, aber ihr müsst nicht für dieses Giveaway abonnieren. Zweitens, ich habe es ja eben schon praktisch gesagt, die Aktivität ist das A und O, um hier mitmachen zu können. Das heißt, Videos schauen, Videos kommentieren und bewerten, wenn ihr wollt. Das heißt, wenn man jetzt einfach nur hier unter das Video schreibt, dass man mitmacht und dann war es das, dann ist man natürlich auch nicht im Gewinnerpool mit dabei oder im möglichen Gewinnerpool. Aktivität äußert ihr am einfachsten, wenn ihr halt Kommentare schreibt. Ich frage eigentlich in jedem meiner Videos, irgendwo frage ich irgendwas oder spreche über ein Thema. Und sobald man sich da irgendwie einklingt und halt kurz seine Meinung dazu schreibt oder auf die Frage antwortet oder wie auch immer, ist man schon mit dabei. Macht es so, wie es euch am besten passt. Mein Ziel ist es, dass ihr euch mit meinem Content beschäftigt und vielleicht spürt, dass er gar nicht so schlecht ist und ihr den vielleicht sogar öfter mal angucken könntet, auch wenn dieses aktuelle Giveaway vorbei ist und dann auch irgendwann das nächste wieder kommt. Aber dass ihr eben nicht nur wegen dem Giveaway da seid, sondern auch wegen dem, was hier so ist, also wegen mir halt zum Beispiel. Reine Skin-Geier können hier also gar nicht allzu viel machen, außer sie täuschen halt jetzt x Zeit lang Aktivität vor. Aber selbst das wäre natürlich trotzdem für den Kanal und für die Community ein kleiner Boost wegen den Klicks und den Interaktionen und so weiter. Das Giveaway wird 10 Tage lang laufen. Nach diesen 10 Tagen erscheint dann der Gewinner in irgendeinem Video, also wird von mir genannt. Nachdem ich den Gewinner angesagt habe, also an dem Tag, wo das Video erschien, hat der Gewinner 10 Tage Zeit, sich bei mir zu melden. Das hat bis jetzt eigentlich immer geklappt. Wenn diese 10 Tage der Nichtmeldung vorbei sind, dann gehe ich davon aus, dass derjenige doch nicht so aktiv war, wie ich es mir erhofft habe oder wie auch immer. Und dann geht der Skin einfach wieder aufs Neue raus. Ihr könnt auf jeden Fall Pluspunkte sammeln, wenn ihr in den Livestream kommt. Der ist jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Da spielen wir immer Counter-Strike zusammen. Wir spielen Apex, wir spielen Trouble in Terrorist Town, Scum und so weiter. Wir machen alles Mögliche und haben immer einen heiden Spaß. Und es gibt dann nochmal in jedem dieser drei Streams Giveaways für alle. Immer. Das heißt, dreimal die Woche gibt es noch extra obendrauf immer Giveaways. Und das schon seit über einem Jahr, glaube ich. Also es lohnt sich wirklich vorbeizuschauen. Wobei natürlich der Spaß, den wir gemeinsam haben, deutlich im Vordergrund steht. Aber die ganz neuen muss man halt irgendwie anlocken, welcher es ist. Hier auf diesem Kanal erscheint auch nicht CSGO-Content. Der gehört aber dennoch ganz normal dazu und gehört eben auch in diese Aktivität hinein. Das heißt, wer jetzt sagt, ich gucke nur Counter-Strike, der hat halt dann verschissen, wenn andere Videos kommen, er da nicht reinschaut und dann nicht aktiv ist. Ich behaupte einfach mal, dass alle meine Videos, egal was ich mache, keine Qual sind. Ich schneide meistens irgendwelche Best-ofs zusammen, außer die Overwatches. Aber sonst schneide ich alles Mögliche, was ich mache, zu irgendwas Komprimiertem zusammen. Das heißt, man hat vielleicht maximal 10 Minuten Content, aber eher nur 5. Also man hat auch wirklich nicht allzu viel zu schauen. Hinsichtlich des Giveaways sollte jetzt bereits alles geklärt sein. Noch eine kleine Anmerkung. Wer hier in die Kommentare jetzt schon einen Tradelink schreibt, hat direkt verkackt. Hier gibt es keine Tradelinks, sondern erst dann, wenn der Gewinner von mir genannt wurde und ich ihn dann darum bitte, dass er mir seinen Tradelink schickt. Hier drunter keine Tradelinks, die gehen eh nicht durch. Die werden meistens direkt gelöscht, also kommen in den Spam halt. Soweit, so gut. Nun zu einer kleinen Änderung, die ich gestern angesprochen habe. Und zwar habe ich jetzt über die letzte Woche ziemlich viel Spaß an Apex gehabt und habe mir vorgenommen, es jetzt hier öfter auch mal zu bringen, also zu zeigen, um zu gucken, ob wir damit irgendwie auch noch wachsen können. Ja, Counter-Strike ist ja so gut wie nicht vorhanden, also wachstumstechnisch. Es gibt keinen Mensch mehr, der danach sucht, also nach neuen Creatern. Somit reiten wir da auch rein wachstumstechnisch halt einfach auf dem toten Pferd. Hype Games waren bis jetzt immer Spiele, die mir überhaupt gar nicht gelegen haben, also die mir keinen Spaß gemacht haben beim Spielen und die mir an sich auch eher, die mir sogar das Gegenteil von Spaß gemacht haben. Mit Apex scheine ich jetzt aber endlich mal Glück gehabt zu haben. Ein Spiel, das mir Spaß macht und bei dem ich auch was reißen kann. Also wisst ihr, bei dem ich nicht einfach nur rumkack und vielleicht mal jemanden zur Hälfte kill, sondern wo ich auch richtig gute Runden habe, wo ich richtig reinhasseln kann, ähnlich wie eben auch damals bei Counter-Strike. Und darum werde ich jetzt schauen, dass ich Apex verstärkt bringe, um zu gucken, was man da so machen kann. Also den üblichen Kram. Wir machen natürlich ein Apex macht Spaß Video. Ich werde irgendwelche, die besten Waffen zeigen, die besten Legends oder Champions und die besten Taktiken und was weiß ich. Tipps für Anfänger Teil 1, Teil 2, Teil 5 und so weiter.
und gucken, was da halt so geht. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen Schwung mitnehmen, um zu wachsen. Wenn nicht, dann nicht. Scheiß der Hund drauf. Dann haben wir wenigstens Spaß gehabt dabei. Wir haben jetzt am Freitag den normalen Freitagsstream, der eigentlich maximal 4-5 Stunden dauert, einfach auf 13 Stunden gestreckt, weil wir dann am Schluss, ja, nur noch Apex gespielt haben. Wir haben 9 Stunden am Stück Apex gespielt und es hat so Bock gemacht. Und man merkt eben auch wieder auf einmal Leute in den Stream kommen. Also ganz neue, hey, hin und her. Man spürt, dass da noch Leben drin steckt. Im Vergleich dazu ist halt Counter-Strike wirklich, ja, naja, ein Esel, der an der Wasserstelle zusammengebrochen ist, mit dem Kopf unter Wasser ist und halt langsam ertrinkt. Mal gucken, was da so geht. Natürlich werde ich mit Counter-Strike nicht aufhören. Counter-Strike wird einfach weiterlaufen, ne? Die Overwatches, ab und an mal Matchmaking und so weiter. Das wird einfach, und auch die Top 10 natürlich, die Top 10 Skins und Pipapo. Es wird jetzt nicht abgebrochen, keine Sorge. Ich werde jetzt nur Apex schön untermischen und dann schauen wir mal. Es könnte dann sogar auch mitunter mal sein, dass dann 2 Videos an einem Tag kommen. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Um zurück aufs Thema Giveaway zu kommen, es ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn wir wachsen, wenn wir größer werden, weil wir dann bessere Deals aushandeln können, also ich bessere Deals aushandeln kann mit Skin-Seiten und so weiter. Dann kann man dann auch mal sagen, hey, komm, vielleicht auch einfach mal ein paar Handschüchen oder sowas, wisst ihr? Soweit so gut. Vielen Dank für eure Bewertungen, vielen Dank für eure Kommentare. Gerade die letzten paar Tage, wo das Giveaway schon wieder zu Ende war, habt ihr trotzdem weiter gehustelt und das freut mich halt einfach. Das ist das, was ich erreichen möchte. Dass die Leute nach dem Giveaway trotzdem noch da sind, weil sie Gefallen daran gefunden haben. Übrigens, ich kommentiere jeden Kommentar. Das heißt, ich lese auch jeden Kommentar. Das spornt vielleicht auch nochmal an, aktiv zu sein, weil das nicht so eine einseitige Aktivität ist. Also ihr schreibt eure Seele in einen Kommentar und ich gebt einen Daumen nach oben und das war's. Also ich antworte auf jeden Kommentar. Und hier natürlich wieder ein riesiges Dankeschön an meine Patreons. Vielen Dank Gameboy7. Dankeschön Kut Kudak. Legötz. Thanks Bre. Minerswin. Dankeschön. Nico der Profi. Vielen lieben Thanks. Noah Müller. Danke Bro. Sanse. Du bist so gut zu mir. Sascha SPL. Vielen lieben Dank. Und Dankeschön an The Rick. Es ist schön, euch am Start zu haben. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Jetzt ist natürlich die Frage, ob und wie knapp ich gewonnen habe. Habe ich überhaupt knapp gewonnen? Habe ich überhaupt gewonnen? Wer weiß das schon? Wie sieht es bei euch aus? Spielt ihr auf Deathmatch? Und wenn ja, ist es bei euch auch das öfter mal eine knappe Sache? Oder seid ihr grundsätzlich einfach der Beste? Oder eher so im Mittelfeld? Wie ist es bei euch? Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Wir sehen uns dann vielleicht heute noch bei einem anderen Video. Mal schauen. Haut ordentlich rein. I love you all. Ciao, ciao.